Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr seht, das Thema Balkonkraftwerk mit Speicher, das beschäftigt mich immer noch, denn ich habe bis heute noch nicht das ideale System gefunden, was die ganzen Anforderungen, die ich so habe, erfüllt und dann auch noch zuverlässig arbeitet. Deswegen teste ich heute ein neues System. Das Ganze ist nämlich von Anker und es ist das Dualsystem. Es ist brandneu. Ja, Dualsystem deswegen, weil es hat zwei Akku-Packs, a 1,6 Kilowattstunden und es hat zweimal zwei Module. Zweimal zwei macht also vier nach Adam Riese. Die haben je 445 Watt, also richtig Power. Und das Ganze mit zwei Akku-Packs angesteuert, ja, ist es denn legal? Ja, natürlich ist es legal, denn über den Wechselrichter gehen auch am Ende nur maximal 600 Watt ins Haus. Aber eben die volle Leistung in die Akku-Packs vorher, dass man sozusagen nachts die ganze über den Tag gespeicherte Power wunderbar einspeisen kann. Ja, wie das funktioniert, das teste ich heute natürlich. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese vier Panels nichts für den Balkon sind. Das heißt, dazu braucht man entweder eine Gartenfläche oder ein Flachdach. Und ich habe ja meine schöne Garage hier. Und da kommt es wieder drauf und die vier Panels, die passen da wunderbar hin. Das bauen wir heute auf und wir testen natürlich die ganze App-Integration. Wie zuverlässig läuft das System? Wie gut kann man das einstellen? Ja, das wird mega spannend. Also ich bin echt aufgeregt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Deswegen wird es ein sehr spannendes Video, auch für mich. Also unbedingt dranbleiben. Bevor es losgeht, aber noch ein Transparenzhinweis in eigener Sache. Ich habe dieses Dualsystem von Anker zur Verfügung gestellt bekommen, um es zu testen. Ich bin da einer der Ersten, denn dieses System gibt es so im Moment noch gar nicht zu kaufen. Zum Erscheinen dieses Videos, da soll es das dann geben im Anker-Shop. Da bekommt ihr natürlich noch einen Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich bin gespannt, was dieses System leisten kann. Denn ihr wisst ja, ein Balkonkraftwerk hat ja normalerweise nur zwei Panels. Ja, 600 Watt gehen maximal ins Haus. Aber gerade auch zur dunklen Jahreszeit, da sind natürlich Systeme mit jetzt vier Panels ja unglaublich im Vorteil. Was die für die Energie liefern, diese vier Panels, die haben ja zusammen 1780 Watt Peak. Also es ist der Wahnsinn. Und da kommen wir dann auch gleich mal zu der Hardware, die Anker hier geliefert hat. Das kam richtig mit einer Spedition und sind echt viele Kisten. Also ich kann nur noch mal sagen, das Wort Balkonkraftwerk ist hier so ein bisschen irreführend, denn für den Balkon, da ist das nun wirklich gar nichts. Also ihr braucht unbedingt ein Flachdach oder irgendwie eine Freifläche, wo ihr das aufstellt, weil auf dem Balkon passt es nicht, ist einfach viel zu mächtig. Ja, was haben wir bekommen? Wir haben bekommen vier IBC-Panels. Die haben je 445 Watt Peak und das Besondere an diesen Panels ist, das seht ihr schon, die sind komplett schwarz und die haben auch einen sehr großen Wirkungsgrad, der liegt nämlich bei 25%. Normalerweise liegt der bei Solarpanels so um die 23%, da sind die hier also ein bisschen besser. Das heißt auch die Ausbeute bei schlechter oder wenig Sonne sollte hier höher sein. Wie erreichen die das? Ganz einfach, ihr seht es, die sind komplett schwarz, das heißt diese ganzen Leiterbahnen, die normalerweise hier auf vorne aufgebracht sind bei so einem Solarpanel, die sind hier auf der Rückseite des Panels aufgebracht, die sieht man jetzt hier nicht und dadurch vergrößert sich natürlich die effektive Fläche von so einer Solarzelle, so einer Siliziumzelle, die eben die Sonneneinstrahlung aufsammeln kann und dadurch ist dieser Wirkungsgrad bei der Fläche einfach ein bisschen größer. Gut, es sind jetzt nur 2%, aber Kleinvieh macht natürlich auch Mist, ist ja klar. Und diese Panels, die Anker hier liefert, sind extrem robust und Anker sagt, dass sie 30 Jahre garantierte PV-Erträge von mindestens 88% der Anfangsleistung bringen. Also was da die Lebensdauer angeht, da müsste man sich wahrscheinlich hier, was die Panels angeht, überhaupt gar keine Sorgen machen. Und was kam noch mit dem Paket? Natürlich hier, das sind vier Pakete, da sind Ständer drin, also quasi die Aufständerungsmöglichkeit für die Solarpanels. Wie gesagt, für den Balkon ist es nichts, deswegen sind es hier auch keine Balkonhalterungen, sondern es sind einfach Ständer, wo man die schräg stellen kann. Und die packen wir nachher auch mal aus und zeige ich euch, wie die aussehen. Dann kam natürlich der Wechselrichter, der MI80 von Anker dazu, plus das Netzanschlusskabel. Und wir haben hier natürlich die beiden Solarbänke, Anker Solix Solarbank E1600 × 2, also insgesamt 3200 Wattstunden, also 3,2 Kilowattstunden haben diese Speicherbänke.
Und hier drin sind LFP-Akkus verbaut, also Lithium-Eisenphosphat. Das ist natürlich gut für die Lebensdauer. Und Anker gibt an, dass so eine Solarbank 6000 Zyklen aushält, bevor sie unter 70% Kapazität sinkt. Wenn man sich das mal vorstellt, 6000 Zyklen, das ist echt enorm. Damit ist das fast das haltbarste Speichersystem, was momentan auf dem Markt ist. Andere Hersteller bieten so 3000 Zyklen, aber Anker sagt, nee, wir haben 6000 Zyklen. Und wenn wir mal von großzügig 300 Zyklen pro Jahr ausgehen, was so ein Balkonkraftwerk in so einen Speicher pumpt, wenn wir fast jeden Tag das Ding voll und wieder leer machen, was ja in der Praxis nie stattfindet. Aber nehmen wir mal an, das sind 300 Zyklen pro Jahr. Dann würde so eine Speicherbank 20 Jahre zyklenfest sein. Also ich glaube, das sollte reichen. So, und jetzt bin ich natürlich neugierig, wie sieht so eine Speicherbank genau aus? Dann würde ich sagen, packen wir doch mal das erste Paket aus. Okay, was haben wir denn hier? Ein Karton. Da sind die Kabel drin, MC4-Kabel und was noch? Und ein Werkzeug, ja, sehr sinnvoll. Das ist doch gut, dass das dabei ist. Gut, das packen wir mal hier zur Seite. Und dann haben wir hier so eine Styroporabdeckung. Das könnte man eigentlich auch aus Pappe machen, nur so als kleiner Hinweis an Anker. Und natürlich eine Anleitung, Anker Solix User Manual. Und hier ist die Speicherbank. Boah. Ja, die ist massiv, die wiegt, ich weiß gar nicht, 20 Kilo oder so. Und hier sind nochmal zwei Kartons. Da dürfte auch Kabel drin sein. Genau, nochmal MC4-Stecker für Anschluss der Solarbank an die Panels. Sind natürlich vielleicht ein bisschen kurz. Ich habe auch noch extra lange Kabel, denn ich muss ja die Panels von der Garage hier in den Nebenraum führen. Da reichen diese Kabel natürlich nicht aus. Ja, das gibt es natürlich viermal. Nochmal zwei Kabel. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Ah, klasse. So, das ist also eine Speicherbank. Massives Metall. Also ich würde sagen, das sieht sehr haltbar aus. Also kein Plastik oder so. Und das Ganze ist spritzwassergeschützt und staubgeschützt. IP65 sollte natürlich nicht im Regen stehen. Das kommt hier in den Nebenraum der Garage, da ist sowieso immer trocken und es ist auch nie unter Null. So, das sind also die beiden Solarbänke, 3,2 Kilowattstunden. Sieht super massiv aus. Und hier haben wir dann noch den 220 Volt Anschluss für den Wechselrichter. Packen wir auch mal kurz aus. Das kommt dann an den Wechselrichter und in die 220 Volt Steckdose. So, und dann last but not least natürlich der Wechselrichter selber. Das ist hier bei diesem System dann der MI80 und der wird dann mitgeliefert direkt von Anker. Ist mehr oder weniger baugleich mit dem AP Systems EZ1. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ist auch massiv natürlich, schwarz aus Metall. Da kommen dann die beiden Speicherbänke dran. Aber wie das genau verkabelt wird, das sehen wir gleich. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, dass wir die vier Panels hier aufs Dach bekommen. Das wird erstmal ein Stück Arbeit. Aber vorher wollte ich euch noch die Ständer zeigen. Ich habe hier schon mal ein Paket aufgemacht. Die sehen dann so aus. Da kommen dann hier oben die Panels drauf. Die fallen jetzt um, wenn ich sie loslasse. So. Hier werden die Panels drauf geschraubt und damit kann man sie aufständern. Man muss natürlich dann hier unten was beschweren oder sie irgendwie aufs Dach schrauben. Und da ich natürlich bei meinem Bitumendach hier keine Schrauben reindrehen will, werde ich hier natürlich wieder Gewichte drauflegen, also Steine. In diesem Fall ist es sogar so, dass mir diese Ständer ein bisschen zu steil sind. Ich glaube, die haben jetzt hier 30 Grad, 20 Grad. Also mindestens 20 Grad. Und bei dem windigen Wetter, was wir hier in Bremen oft haben, ist mir es hier auf der Garage ein bisschen zu steil. Ich habe deswegen von Store & Charge nochmal die anderen Schienen besorgt, die ich schon beim ersten System verbaut hatte. Die kann ich nämlich noch flacher stellen, weil hier ist das der flachste Winkel. Man kann sie noch steiler stellen, aber eben nicht flacher.
Und das ist mir dann lieber, wenn ich die Pendels ein bisschen flacher habe. Klar ist dann die Ausbeute ein bisschen geringer, aber die paar Prozent, die kann ich dann verschmerzen. Aber kommen wir nochmal zu diesem Dualsystem selbst. Warum eigentlich ein Dualsystem? Was soll das bringen? Normalerweise habt ihr ja an einem Balkonkraftwerk zwei Panels, vielleicht haben die 600 Watt, weil der Wechselrichter kann auch nur maximal 600 Watt in euer Haus einspeisen. Das ist alles wunderbar. Man kann auch die Panels vielleicht ein bisschen höher dimensionieren, vielleicht auf 800 Watt, 890 Watt. In diesem Fall wären es ja zwei Panels, a 445 Watt, macht zusammen 890 Watt. Aber natürlich speist der Wechselrichter erstmal nur 600 Watt maximal ins Haus ein. Übrigens, den Ankerwechselrichter kann man natürlich auch umstellen, wenn es irgendwann die Regelung durch ist, dass wir hier 800 Watt einspeisen dürfen. Dann wird man in der App einen Schalter umlegen können. Bis jetzt ist es noch nicht möglich, aber dann wäre es über ein Update möglich, dass ihr damit auch 800 Watt einspeisen könnt. Aber momentan gelten ja noch die 600. So, und in diesem Fall ist es halt so, wir gehen mit einer höheren Leistung, als der Wechselrichter einspeisen kann, in das Teil selber, beziehungsweise hier in diesem Fall in die Akkus. Und zwar pro Akku haben wir halt zwei Panels mit insgesamt 890 Watt. Das bedeutet auch bei schlechter Sonne, geringer Sonne oder so, bei Wolken oder auch im Winter oder wenn die Anlage eben auch flacher steht, dann liefern die Panels, dadurch, dass sie eine relativ hohe Leistung haben, immer noch relativ viel Watt für die Speicherung in diesem Akku. Das bedeutet, dass ihr auch bei schlechter Sonne oder dunklerem, wolkigerem Wetter eben mehr Leistungsausbeute hier speichern könnt. Und das ist eben der Vorteil von so überdimensionierten Panels. Und jetzt haben wir eben vier davon. Das heißt, wir bekommen gleichzeitig an einem Tag die beiden Akkus hier relativ voll. Und das möglicherweise auch schon im Winter. Das wollen wir natürlich ausprobieren, weil jetzt ist gerade Winter. Also wir haben Februar und die Sonne ist noch nicht wirklich hoch. Ja, und da bin ich gespannt, ob das System wirklich das verspricht, was ich mir davon vorstelle. Ich möchte ja die ganze Energie, die ich tagsüber sammle, möglichst nachts in mein Haus einspeisen. Ich habe eine relativ hohe Grundlast und die möchte ich eben durch diese beiden Speicherbänke möglichst früh im Jahr auch schon komplett abdecken können. Dieses Anker Solix Solarbank Dual System ist wirklich gerade erst auf den Markt gekommen. Also es ist brandneu und möglicherweise ist es jetzt gerade erst im Shop. Möglicherweise dauert es auch noch ein paar Tage. Also damit, mit diesen vier Panels, da könnt ihr noch mehr Strom einsparen, als ihr mit einem normalen Balkonkraftwerk schaffen könnt. Das heißt, vier Panels, zwei Speicherbänke, das ist sowas wie der Turbo für euer Balkonkraftwerk. Balkonkraftwerk Extreme. Und ja, für die ersten Besteller, da hat Anker versprochen, dass es einen riesen Rabatt gibt. Wenn ihr also unten in der Videobeschreibung euch für dieses System interessiert, dann schaut da doch mal rein. Dort verspricht Anker für die ersten Besteller 1000 Euro Rabatt für das Dual-System. Und ihr findet natürlich auf der Anker-Website noch andere Systeme, das heißt klassische Balkonkraftwerke mit einem Speicher oder sogar ohne Speicher. Schaut da doch mal rein, für euch ist da vielleicht auch was dabei. So, die ersten beiden Panels, die stehen schon auf den Ständern. Jetzt kommen noch die zweiten. Da muss ich noch mal eben das Paket mit den neuen Ständern aufmachen. Die habe ich von Store in Charge bekommen. Und bei denen ist der Vorteil, da kann man den Winkel besser einstellen. Und ich habe die jetzt hier sehr flach, also ich glaube 15 Grad oder so. Und das ist bei der Windlast hier einfach besser. Das Coole bei diesen Ständern ist, dass hier so ein Bolzen drin ist. Den kann man erstmal rausnehmen. Und dann klappt man das hier so hoch. Hier ist das Halteelement. Und hier kann ich dann den Winkel im Prinzip verstellen. Und ich mache es dann hier in das zweite Loch. So, schiebe ich den Bolzen durch. So, kommt der Splint rein. Und damit wäre das schon fertig. Jetzt müssen noch die Steine hier drauf und die Panels und das war's. So. Also die vier Panels, die stehen, jetzt müssen wir die noch verkabeln und dann kommen die Gewichte drauf. So, wir haben die Panels erfolgreich aufs Dach bekommen. Das hat doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Also wir waren über 3,5 Stunden damit beschäftigt, auch mit der ganzen Verkabelung. Die sind auch ganz schön schwer, die Dinger, und es sind eben vier Stück und nicht zwei, also doppelte Arbeit als normalerweise.
Und dann haben wir die Kabel hier durchs Dach gezogen und hier laufen sie noch so ein bisschen provisorisch runter. Wir haben jetzt schon die Akku-Packs angeschlossen und auch den Wechselrichter. Ja, wie das angeschlossen wird, das Schaubild blende ich euch hier mal ein. Ist im Prinzip total simpel. Wir haben ja 4 Solarpanel oben und 2 Akku-Packs hier unten. Und jeder Akku-Pack hat 4 Eingänge. Das heißt, 2 Solarpanels kommen an die eine Solarbank und die anderen 2 an die andere Solarbank. Deswegen haben wir hier 8 Kabel, also das ist eine ganze Menge. Die liegen hier noch so ein bisschen provisorisch rum. Das werde ich dann irgendwann schöner verlegen. Erstmal nur jetzt fürs Video. So, und dann gehen die Ausgänge an den Wechselrichter. Wir haben pro Akku-Pack 2 Ausgänge. Und im Prinzip könnte man die so verbinden, 2 Ausgänge von der Solarbank mit 2 Eingängen vom Wechselrichter. Wenn man nur eine Solarbank hätte, dann müsste man das Y-Kabel nehmen oder die beiden Y-Kabel, die Anker nämlich auch mitliefert, auch mit dem Dualsystem. Und da wir ja im Prinzip nur 2 Kabel brauchen und nicht 4 pro Solarbank, sind die jetzt hier so ein bisschen in der Luft. Ja, die liefert jetzt Anker so mit. Ich denke mal, so langfristig sollten die eben auch für das Dualsystem die richtigen Kabel mitliefern, dass das jetzt hier nicht so provisorisch in der Luft baumelt. Und damit ist die Verkabelung mehr oder weniger abgeschlossen und wir können uns mit der Einrichtung des Systems beschäftigen. Dazu müsst ihr euch zwingend die Anker-App runterladen. Die bekommt ihr im Google Play Store für Android oder eben im Apple Store für iPhone. Dort müsst ihr euch registrieren und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr eine E-Mail mit einem 6-stelligen Zugangscode. Den müsst ihr über so einen Link nochmal eingeben. Das dürft ihr nicht vergessen, weil ihr sonst eben nicht in die App reinkommt. So, und wenn ihr euch eingeloggt habt, dann müsst ihr die Geräte erstmal hinzufügen. Und ihr dürft nicht vergessen, den MI80 auch als Mikrowechselrichter hinzuzufügen. Unter Geräte, also hier unter Geräte, müssen die stehen. Einmal Solarbank 1 und Solarbank 2, so habe ich die genannt. Und einmal der MI80 Mikroinverter. Und dann dürft ihr nicht vergessen, die mit dem Internet bei euch zu verbinden. Wie das geht, das steht in der Anker-Bedienungsanleitung. Und last but not least müsst ihr hier über dieses, ja was ist das, wie so eine Mutter, quasi so ein Einstellungszeichen im Hauptscreen, bei Informationen zu meiner Station auf Geräte verwalten gehen. Und dort müssen alle 3 Geräte auch nochmal auftauchen. Das heißt, ihr müsst sie dort auch nochmal hinzufügen. Wenn sie dort nicht schon sind, durch das erste Gerät hinzufügen, müsst ihr sie hier explizit nochmal hinzufügen, dann wieder auf das Plus drücken und dann entsprechend auswählen. Das ist unheimlich wichtig, damit das System weiß, welche Geräte ihr hier eigentlich am Start habt und welche Geräte miteinander kommunizieren sollen. Wenn ihr das gemacht habt, dann sieht euer Hauptscreen so aus, wie der hier, der bei mir gerade angezeigt wird. Das heißt, ihr habt hier die Solarpanel. Im Moment werden 98 Watt geliefert. Die 98 Watt gehen in die Akkus. Da wird nur einer in diesem Bild angezeigt, aber da steht mal 2. Wenn ihr da drauf drückt, dann seht ihr hier die beiden Solarbänke. Einmal Solarbank 1 hat gerade 45% und Solarbank 2 hat 83%. Und dort könnt ihr dann auch jeweils draufdrücken und seht, je nachdem, welche Solarbank ihr gewählt habt, so eine Art ja, Graph, wie gerade geladen wird. Also jetzt hier 47 Watt gerade für die Solarbank 1. Und bei der Solarbank 2 sollten das dann auch 47 Watt sein. Jetzt sind es gerade 49 Watt. Also diese Leistung, die vom Dach kommt, das ist dann die Gesamtleistung. Also diese 100 Watt bei mir jetzt sind die Gesamtleistung. Und die teilt sich 50-50 auf die beiden Solarbänke und lädt sie voll. Und die beiden Solarbänke reagieren quasi als ein System für euren Wechselrichter. Und die Energie, die sie dann ins Haus liefern sollen, das könnt ihr halt einstellen über die Einspeisung ins Hausnetz. Das habe ich bei mir gerade auf 0 gestellt. Und diese Einstellung, die ihr hier seht, die gilt für das gesamte System. Das heißt, beide Solarbänke werden ja als eine angesteuert. Das heißt, hier stellt ihr für das gesamte System eure Energieabgabe ein. Ich habe es gerade bei mir so eingestellt, dass ab 18 Uhr bis 22 Uhr 210 Watt aus den Solarbänken kommen soll. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir im Jahr ungefähr 250 Vollzyklen der beiden Akku-Packs schaffen, bedeutet das im Jahr eine Einsparung von 250 Euro zusätzlich zu einem normalen Balkonkraftwerk. Bedeutet, in ungefähr 10 Jahren ist das Investment komplett finanziert und ab da macht die Anlage auch Gewinn. Also ich würde sagen, das scheint sich doch wirklich zu lohnen. Einziger Nachteil hier in der App ist noch der, dass man keine Wochentage wählen kann. Das heißt, das ist dann für jeden Tag gleich. Schön wäre es noch, wenn Anker hier die Wochentage zur Auswahl macht, dass man das auch nach entsprechenden Tagen einstellen kann. Die App, die ich hier benutze, ist übrigens eine Vorabversion der neuen Anker-App, die demnächst als Update rauskommt. Denn für dieses Dualsystem, da gibt es extra jetzt dieses Update, damit diese beiden Solarbänke als eine gerechnet werden. Ihr hättet natürlich auch vorher schon 2 kaufen können.
dann hättet ihr hier in der App zwei verschiedene, unabhängig voneinander arbeitende Solarbänke gehabt. Das ist aber ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen das ja als ein System fahren. Und dafür ist dieses Update gut. Ich habe das von Anker schon vorab bekommen. Funktioniert im Prinzip reibungslos. Hat bis jetzt auch noch keinen einzigen Absturz gebracht. Also kann ich nur sagen, Daumen hoch. Und ja, mit Erscheinen dieses Videos sollte möglichst das Update schon im Store sein. Wenn nicht, dann kommt es in den nächsten Tagen eben mit Erscheinen des Dualsystems auch im Anker Store. Ganz zu Anfang hatte ich ein kleines Problem, nämlich das, was vom Dach geliefert wurde. Die ersten 100 Watt gingen immer ins Haus und erst alles, was über 100 Watt geliefert wurde, das ging in die Akkus. Also egal, was ich hier eingestellt habe, wenn ich zum Beispiel bei der Einspeisung ins Hausnetz, ihr seht es hier bei Leistung einstellen, Ausgabe an die Familie, selbst wenn ich das auf 0 gestellt habe, ja, also diesen Schalter ausgestellt habe, dann sind 100 Watt irgendwie ins Haus gegangen und alles darüber nur in die Akkus. Das war am Anfang ein bisschen komisch. Da habe ich noch mal kurz bei Anker nachgefragt und der Support hat mir dann geholfen und hat gesagt, ja, du musst natürlich den Wechselrichter als Gerät hier in deiner App auch hinzufügen. Das reicht nicht, dass du einfach bei der Solarbank sagst, welchen Wechselrichter sie nehmen sollen, sondern der Wechselrichter muss als Gerät hinzugefügt werden. Das, was ich euch vorhin gesagt habe. Und dann, siehe da, dann klappt es problemlos. Das heißt, wenn ich jetzt hier einstelle, Ausgabe an Familie 0, dann ist auch Schicht im Schacht. Dann geht alles zu 100% in die Akkus. Und genau so, so wünsche ich mir das. Was ich auch schön finde, ist, dass ihr je nach Zeitslot festlegen könnt, wie weit die Akkus geladen werden sollen. Also jetzt von 18 bis 22 Uhr, gut, da kommt eh nichts von der Sonne, habe ich jetzt auf 100% stehen. Aber zum Beispiel tagsüber von 6 Uhr bis 18 Uhr Leistung einstellen, da habe ich jetzt gesagt, die Akkus sollen bis 100% gefüllt werden können, damit ich eben die volle Kapazität habe. Und bei LFP sollten 100% auch nichts ausmachen, denn lange stehen sie ja nicht rum, weil sie abends ja eh wieder entladen werden. Die Entladegrenze, die könnt ihr natürlich auch einstellen. Dazu geht ihr einfach wieder auf Geräte, wählt dann die Solarbank aus, wo ihr das einstellen wollt. Meinetwegen Solarbank 1. Dann geht ihr hier wieder auf diese Schraube. Und hier steht reservierte Leistung 10%. Das ist der Default-Wert. Den könnt ihr auch auf 5% stellen. Also es gibt nur diese beiden Werte. Auf 0 geht es gar nicht. Das ist eine Sicherheitsvorkehrung, dass die Akkus eben nicht tief entladen werden. Und für den Sommer reichen auch 5% aus. Im Winter würde ich es dann wieder auf 10 stellen. Und dann könnt ihr es speichern und dann habt ihr die Entladegrenze bis 10%. Das bedeutet, von den 1600 Wattstunden, die so eine Solarbank liefert, sind nicht die 100% für euch verfügbar, sondern maximal 90. Naja, davon wird wahrscheinlich, wenn man das auf 90% rechnet, so 1300, 1400 maximal im Haus landen können. Ja, dann würde ich sagen, mit der Einrichtung sind wir doch durch. Und es ging alles total reibungslos. Ich bin echt baff. Also Firmware-Update problemlos, Internetverbindung problemlos, die App läuft sauber, das System macht genau das, was es soll und vor allem auch genau das, was ich will. Alle Einstellungsmöglichkeiten sind da, wo ich sie haben möchte. Also ich würde sagen, ich bin von dem System bis jetzt schwer begeistert. Gut, es ist erst der erste Tag. Von daher wird sich zeigen, wie es sich in der Zukunft entwickelt. Und da mache ich natürlich noch mehr Videos drüber. Deswegen lasst mir gerne ein Abo da, denn dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und von mir bekommt das Anker Solix Solarbank Dual System einen Daumen nach oben. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben gebt. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Apropos, bevor ihr abschaltet, Preis. Der Preis für dieses System, ja, der steht noch nicht fest. Den kenne ich auch noch nicht. Denn das System ist so neu, dass es eben noch nicht mal auf der Webseite zu finden ist, geschweige denn dort einen Preis hat. Was ich aber weiß, ist, dass Anker, wie gesagt, den Frühbestellern 1000 Euro Rabatt versprochen hat. Also das ist doch mal ein Deal. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal also wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.